Hier ist meine Meinung und ich bin Andreas Dorfmann. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben im Fernsehen. Klar, da sind wir ja in Berlin, in Brandenburg, in Baden-Württemberg und auch in Hamburg zu Hause. Aber weit darüber hinaus auch im Web und vor allem bei YouTube weltweit. Meine Meinung mit folgendem Gast heute. Diplom-Volkswirt Alexander Kraus, Vorsitzender beim Bund der Steuerzahler in Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und das Thema lautet heute in meiner Meinung, wie unsere Steuern verschwendet werden. Ausrufezeichen. Der Bund der Steuerzahler hat gerade wieder das aktuelle Schwarzbuch und somit die bundesweiten Steuerverschwendungen der Öffentlichkeit präsentiert. Zu den Einzelheiten kommen wir gleich. Starten möchte ich aber, da Sie ja vom Berliner Bund der Steuerzahler sind, mit folgender Berlin-Story. 2013 fiel beim Land Berlin die Entscheidung für eine Grundsatz- bzw. Grundinstandsetzung und Kapazitätserweiterung des zentralen Omnibusbahnhofs, kurz ZOB, der übrigens 1966 seinen Betrieb in Berlin-Charlottenburg-Westend aufnahm. 2015 gab es eine geprüfte, kostenfestgestellte Bauplanungsunterlage über 14,3 Millionen Euro. Nach dem Umbaubeginn wurden nach einer weiterführenden und vertiefenden Planung und Bauausführung Kosten von 22,8 Millionen Euro genannt. Ursache: Umplanungen, so der Senat von Berlin. Zudem sollten Gebäudeteile abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. 2017 hieß es vom Senat, die Gesamtkosten betragen höchstens 29,9 Millionen Euro. Höchstens. 2018 wurden wieder neue Bauplanungsunterlagen eingereicht. Die Baukosten stiegen dann auf geschätzte 37,3 Millionen Euro. Die verschobene Fertigstellung wurde nun für 2021 angekündigt und die Gesamtkosten schätzt hingegen der Rechnungshof von Berlin mit 39,1 Millionen Euro. Die Senatsverwaltung war 2013 von nur 3,7 Millionen Euro ausgegangen. Im Dezember 2022 waren es dann rund 43 Millionen Euro und im November 2023 wurden daraus rund 44,2 Millionen Euro. Im März 2024 konnte endlich das Empfangsgebäude eröffnet werden. Die Toiletten fehlten aber. Und das kostet natürlich extra. Herr Kraus, wer hat da alles und wo versagt? Ja, das ist erstmal wieder so ein Paradebeispiel für Baumaßnahmen in Berlin. Man braucht auch gar nicht nach anderen Gesetzen zu rufen. Der Rechnungshof hatte das seinerzeit ja festgestellt. Sie hatten ihn ja eben angesprochen. Die Verwaltung hat sich tatsächlich an die Vorschriften und an die entsprechenden Handbücher für solche Hochbauprojekte nicht gehalten. Und das ist dann tatsächlich das Ergebnis. Wir haben massive Baukostenüberschreitungen und Terminüberschreitungen um Jahre. Und das haben wir an vielen Stellen immer wieder. Und wenn wir uns dann auch angucken, wer da zuständig war und was in der Geschichte damals welche Politiker verlautbart haben, dann ist das wirklich auch sehr ärgerlich. Na, war denn das Handeln des Berliner Senats bzw. der Senatsverwaltung, wie es ja so schön heißt, vorschriftswidrig? Der Rechnungshof hat das festgestellt. Wir können ja als gemeinnütziger Verein dann nicht so tief in die Verwaltung reinschauen, um sowas dann festzustellen. Wir hatten das Vorhaben, den Umbau des ZOBs ja seit Jahren kritisiert und auch prognostiziert, dass das wieder teurer werden wird. Und so ist es dann auch leider eingetreten. Und der Rechnungshof hat das zwischenzeitlich ja dann auch geprüft und dann auch wirklich festgestellt, dass man sich nicht an die Vorschriften gehalten hat. Die eingangs von Ihnen genannte Zahl, die 3,7 Millionen Euro, die wurden ja am Anfang gar nicht kommuniziert. Das war die Zahl, die dann der Rechnungshof irgendwo in den Unterlagen gefunden hat, dass das die Vorstellung war, was das mal kosten kann. Dass man für 3,7 Millionen Euro nicht so einen großen Busbahnhof umbauen oder renovieren kann, das hätte man eigentlich schon damals spüren können. Da muss man gar kein Baufachmann sein. Und ja, dass wir jetzt bei diesem hohen Betrag gelandet sind, ist tatsächlich so, man hat angefangen zu bauen und dann hat man nochmal nachgeplant und dann nochmal geändert
Und das führt natürlich immer zu Reibereien und dann eben zu diesen Kosten. Muss man nicht immer tricksen, wenn man ein Bauprojekt auf den Weg bringen will, weil alle immer schreien, ja, die Kosten sind ja viel zu hoch und wir haben ja kein Geld, gerade in der jetzigen Zeit. Gehört das einfach dazu, so ein bisschen, naja, um den heißen Brei rumzureden und Tricks anzuwenden? Das ist der Mechanismus, den wir auch vermuten, dass solche Projekte erst klein gerechnet werden, um die parlamentarische Zustimmung und das Budget dann auch zu bekommen im Haushalt. Und dann im Nachhinein, dann, wenn man angefangen hat und sagt, jetzt haben wir angefangen, wir können da nicht mehr runter, dass man dann, dann mit den eigentlichen Plänen dann rauskommt. Und ich glaube, hier muss man sich auch in der Politik ehrlich machen und dann sagen, also wir haben diesen Busbahnhof und wir wollen den so und so umbauen und das kostet so und so viel. Ich glaube, dass das auch funktionieren würde, dass die Abgeordneten dann zustimmen. Und jetzt mal ehrlich, welcher der Abgeordneten kann wirklich dann auch einschätzen, wie viel jetzt genau so ein Busbahnhof kostet? Also bei 3,7 Millionen würde ich sagen, hätte man schon gefühlsmäßig sagen können, das ist jetzt der Gegenwert vielleicht einer Villa, dass das nicht ausreicht, um einen riesen Busbahnhof zu sanieren. Das muss eigentlich klar sein. Und da muss man, glaube ich, auch in der Haushaltsvollziehung ehrlich sein. Da ist ja ein kleiner Unterschied von über 44 Millionen und 3,7, mit denen man mal ja angefangen hatte. Jetzt sind wir in Berlin gestartet. Ich weiß, Sie in Hamburg werden sagen, da haben wir auch massenhaft Beispiele. In Baden-Württemberg wird es genauso sein und auch in Brandenburg. Da weiß man ja auch, da gibt es im Moment eine Geschichte, die kocht gerade hoch, nämlich dass die Grünen, die rausgeflogen sind aus dem Landtag, jetzt auf einmal 300.000 Euro zusätzlich brauchen, um irgendwie ihre Mitarbeiter, die Dauerverträge bekommen haben, hätten sie eigentlich nicht bekommen dürfen, jetzt abzuwickeln. Also überall ist irgendwas los. Wenn man an Berlin denkt, denkt man an den BER, also an den großen Hauptstadtflughafen. Nun muss man aber sagen, der BER befindet sich gar nicht auf Berliner Gebiet, sondern auf Brandenburger Gebiet. Und die Gesellschafter sind ja das Land Brandenburg, das Land Berlin, obwohl er BER heißt, also Brandenburg. Wie gesagt, da befindet er sich. Und der Bund. Und da ist es ja auch völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir erinnern uns alle an den Pannenflughafen, der viel, viel später und mit unglaublichen Kosten, die der Steuerzahler hauptsächlich tragen muss, dann an den Start gehen konnte. Wenn man jetzt den ZOB, also den zentralen Omnibusbahnhof von Berlin nimmt und den Flughafen Berlin-Brandenburg, wo gibt es da Parallelen? Wir haben den Artikel ja genannt ZOB, der kleine BER, weil da tatsächlich auch ähnliche Fehler gelaufen sind beim BER. War es ja so, dass man auch immer wieder umgeplant hat und diese Umplanungen haben dann zu diesen massiven Terminen und Kostenüberschreitungen geführt. Beim BER war noch eine zweite Komponente, die ich sehe, dass damals der Aufsichtsrat eine große Rolle gespielt hat. Im Aufsichtsrat waren die Politiker vertreten. Eigentlich ist es aber bei einer GmbH so, dass die Gesellschafter die Chefs eigentlich sind, die der Geschäftsführung auch tatsächlich Weisungen erteilen können. Und das war ein Gremium, das dann allerdings nur mit Mitarbeitern aus der zweiten Reihe besetzt war. Mhm. Und die wollten sicherlich nicht ihren großen Politikchefs, den Senatoren, die da im Aufsichtsrat saßen, auf die Füße treten. Also insofern war damals die gesamte Aufsichtsstruktur nach meiner Wahrnehmung falsch konstruiert. Und ich hoffe, dass sowas nicht auch noch zusätzlich zu den Problemen, die wir sonst auch haben, in anderen öffentlichen Gesellschaften häufig auftritt. Wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Zeit, diese fürchterliche Pressekonferenz, Klaus Wowereit war damals der regierende Bürgermeister von Berlin, SPD, Matthias Platzeck, auch SPD, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, aber im Großen und Ganzen der Bund natürlich auch vertreten, durch honorige Persönlichkeiten. Aber wenn man jetzt so darüber nachdenkt, ist vieles an Klaus Wowereit hängen geblieben. Man hat immer Wowereit zum Macher des Pannenflughafens dann disqualifiziert, muss man schon sagen. War das unfair, Klaus Wowereit da so vorzuschieben? Gut, er stand natürlich als Aufsichtsratschef dann auch insbesondere in der Öffentlichkeit, aber maßgeblich sind die Gesellschafter natürlich da verantwortlich. Bei der GmbH ist es so, dass
die Gesellschafter der Geschäftsführung Weisungen erteilen können. Und ich gehe davon aus, dass die damaligen Geschäftsführer dann auch dokumentiert haben, was sie da für Anweisungen bekommen haben von den Eigentümern, sprich Berlin, Brandenburg und dem Bund. Insofern ist die Geschäftsführung dann sicherlich auch fein raus, wenn sie sozusagen vollzogen hat, was die Eigentümer sich gewünscht haben, das heißt diese ganzen Umplanungen. Jetzt haben wir das mal als Beispiel genommen wegen des ZOP, Sie haben es ja gesagt, also des zentralen Omnibusbahnhofs, der wesentlich teurer geworden ist, also der kleine BER. Jetzt kommen wir zu anderen Fällen. Welche Fälle sind denn noch besonders bizarr in Deutschland jetzt im Schwarzbuch 24? Also als Berliner Landesvorsitzender kann ich mich natürlich insbesondere auf die Berliner Fälle konzentrieren, weil ich die recherchiert habe und geschrieben habe. Ich denke aber, dass man die auch exemplarisch nehmen kann für die Fälle im Bundesgebiet oder auch, also wir haben ja Fälle auch von der Kommune hoch über die Länder bis zur Bundespolitik, wo Sachen falsch gelaufen sind. Also in Berlin haben wir auch Beispiele von ganz kleinen, ein paar tausend Euro bis hunderte von Millionen Euro. An der oberen Grenze haben wir zum Beispiel kritisiert das 29-Euro-Ticket. Die Medien haben oftmals dargestellt, dass die Bürger das natürlich toll finden. Klar, wenn ich Bürger frage, ob sie gerne für irgendetwas weniger Geld ausgeben wollen, dann würden sie sicherlich fast alle zustimmen. Wenn ich frage, ob er gerne Freibier haben möchte, dann würden auch viele Ja sagen. Aber irgendjemand muss es natürlich bezahlen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 29 Euro für einen ganzen Monat das Berliner ÖPNV-Netz zu benutzen, ist praktisch geschenkt. Wenn man ausrechnet, was der Personenkilometer kostet, das sind über 50 Cent. Das sind also die Kosten von einem, sagen wir mal, mittelprächtigen Kleinwagen. Die Betriebskosten, also ÖPNV, ist keinesfalls billig und die 29 Euro, ja, das ist bei mir pro gefahrenen Kilometer, bei den vielen Kilometern, die ich in der Stadt unterwegs bin, ist das weniger als die Abnutzung an ein paar Schuhen. Ja, man hat es ja gemerkt, aus den Flächenländern kamen natürlich auch gleich die Einwände. Zum Beispiel aus Brandenburg hat man gesagt, kann man überhaupt nicht finanzieren, können wir uns nicht leisten. Vielleicht noch Potsdam, aber wissen wir ja, Potsdam geht es ja auch nicht mehr so gut finanziell. Und aus anderen Bundesländern, Flächenländern besonders, also auch Baden-Württemberg oder so, kam natürlich dann auch der Hinweis, das wird uns zu teuer. Lassen Sie uns in Berlin bleiben. Ist zwar ein Bundesthema, trotzdem in Berlin beheimatet. Das Schloss Bellevue, also der Sitz des Bundespräsidenten, da gibt es ja auch das Thema Finanzen im Schwarzbuch. Also wo ist da das Problem? Da soll ja ein bisschen erneuert werden. Also der Dienstsitz des Präsidenten muss sicherlich ordentlich sein. Also da braucht man nicht zu sparen. Die Frage ist dann immer, wie man es organisiert, ob man denn an der Stelle diese Ausweichquartiere zum Beispiel, wie aufwendig das gemacht wird, wie die Verträge sind, für welche Zeiträume das passiert. Da muss man sicherlich genau auf die Kosten dann auch achten. Neuerdings gibt es Kritik am Bund der Steuerzahler. Und zwar aus dem linksgrünen Lager primär. Populismus wird dem Bund der Steuerzahler vorgeworfen. Was ist da dran? Ich halte das für eine Kritik, die nicht so ganz stichhaltig ist. Wenn man sich unsere Fälle anschaut, dann kann man eigentlich zu keinem anderen Ergebnis kommen, dass das ordentlich recherchiert ist. Ich selbst handhabe das so, dass ich mich sehr eng an den Aussagen in parlamentarischen Drucksachen orientiere. Wir fragen die Verwaltung an. Wir sind auch als Presse ja anerkannt. Das heißt, wir können presserechtliche Anfragen stellen. Wir können informationsfreiheitsgesetzliche Anfragen stellen. Wenn wir die, sagen wir mal, einen Volltreffer landen, dann ist es oft auch so, dass die Verwaltung dann manchmal nicht so richtig antworten will. Wir haben auch schon häufig auf Auskunft geklagt gegen die Verwaltung. Und also insofern würde ich das von mir weisen, dass das populistisch ist. Wir sind da sehr, sehr drauf erpicht, dass wir wirklich da auch Aussagen tätigen, die aus der Verwaltung kommen. Und deswegen liest sich das Schwarzbuch manchmal auch ein bisschen kurios, weil ich zumindest in meinen Texten gerne dann auch den O-Ton der Verwaltung einbaue und das ist haarsträubend manchmal.
Jeder hat schon mal mit der Verwaltung zu tun gehabt. In Berlin ist es was ganz Besonderes. Da wissen wir ja, da klappt ja auch vieles leider nicht. Es sollte sich ja ändern. Unter der jetzigen Koalition aus CDU und SPD mit Kai Wegner an der Spitze. Aber so richtig funktioniert das immer noch nicht, wenn man einen Termin zum Beispiel für einen neuen Pass oder Ausweis haben will. Ich komme jetzt mal zu ein paar Zahlen. Von einem Euro Arbeitseinkommen bleiben derzeit rund 47,4 Cent. Übrig, also 47,4 Cent, 31,7 Cent gehen ab an Sozialabgaben, der Rest auf diversen Steuern und Umlagen. Also ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt zahlt 52,6% seines Einkommens an den Staat. Das sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Die haben unter anderem auch Kolleginnen und Kollegen von News recherchiert. Was läuft da falsch in Deutschland? Also wir rufen ja als Bund der Steuerzahler jedes Jahr den Steuerzahlergedenktag aus und rechnen aus, sozusagen bis zu welchem Tag man für den Staat gearbeitet hat und ab wann man dann ins eigene Portemonnaie, dieses Jahr war es, der 12. Juni, glaube ich, schon wieder so lange her. Und da muss man ganz klar sagen, das ist Geschmackssache. Der eine möchte gerne den sogenannten Nachtwächterstaat haben, ja. Möchte gerne alles im privaten Sektor haben. Jemand anders bevorzugt vielleicht den Sozialismus und findet das gut, dass jeder einzelne Euro einmal durch den Staat durchgenuddelt wird. Das ist also Geschmackssache. Wir haben unser Berechnungsmodus veröffentlicht. Kann sich jeder anschauen, ob er das für richtig oder nicht richtig findet. Also insofern sind Sachen, die irgendwie mit Wirtschaftswissenschaften zu tun haben, immer auch ein bisschen Geschmackssache tatsächlich. Mhm. Wir haben in Deutschland das Problem, wir haben eine hohe Belastung. Wir sind ja führend an der Stelle wenigstens im Vergleich der OECD-Staaten. Ob die Leistung, die vom Staat hinten rauskommt, dann angemessen ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Und wenn ich mir dann angucke, was dann alles im Schwarzbuch landet, dann kann man sagen, ja, muss das alles der Staat machen? Ich würde sagen, nein. Jemand anders findet es gut, ich finde es nicht gut. Der Bund der Steuerzahler fordert nun Steuersenkungsklar. Was muss denn und wo gesenkt werden und zugleich muss ja auch noch gespart werden? Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Misere. Ja. Wir haben ja die Schuldenbremse, das ist auch richtig und ich hoffe, dass man die Kraft finden wird, politisch daran festzuhalten. Und gleichzeitig hat man einen riesen Sanierungsrückstau und unheimlich viele Projekte, die der Gesetzgeber vor jeder Wahl immer noch zusätzlich sozusagen in den staatlichen Aufgabenkatalog reinschreibt. Ja. Und wenn ich jetzt Berlin angucke, das Gleiche gilt aber im Prinzip auch für den Bund und auch für die anderen Bundesländer. Wenn ich mir jetzt Berlin zum Beispiel angucke, wir müssen ja in Berlin Milliarden aus den Haushalten sparen. Das wird richtig schwer sein. Vor einem Jahr zum Beispiel hat man ja noch darüber diskutiert, dass man ein Sondervermögen Klimaschutz und Resilienz in Berlin machen will. Das heißt, schuldenfinanziert, an der Schuldenbremse vorbei, begründet mit der Notlage, die man hat, um das Klima zu retten. Und mittlerweile spricht gar kein Mensch mehr davon, dass irgendwelche Klimainvestitionen stattfinden, weil man schon aus dem Haushalt nicht mal mehr sozusagen den laufenden Geschäftsbetrieb finanzieren kann. Und wenn ich mir dann noch angucke, was man eigentlich in die Infrastruktur an Sanierungsaufwand reinstecken muss, also da muss ich sagen, dass das Thema Klimaschutz in Berlin offensichtlich von der Tagesordnung verschwunden ist, dürfte auch damit zu tun haben, dass das völlig utopisch ist, dass das in den nächsten Jahrzehnten irgendwie finanziert werden kann. Jetzt kommen wir zur Rubrik, ich mag oder ich mag nicht. Die Politik mag keine Steuersenkungen, weil, und das ist ein Zitat, weil es schöner ist, etwas zu verteilen. Das meint Ihr Bundesvorsitzender Rainer Holznagel. Was meint er damit? Ja, also ich kann diese Einschätzung teilen. Also mir hat mal ein Politiker gesagt, er hat sich nicht wählen lassen, um Geld zu sparen, sondern um das Geld an die Menschen auszuschütten. Nach meiner Wahrnehmung ist das eigentlich der völlig falsche Ansatz. Also man kann sich entscheiden, wie viel Geld will man den Menschen wegnehmen, um damit staatliche Leistungen zu produzieren. Das ist, wie eben gesagt, Geschmackssache, was man da gut findet. Mhm. Aber mehr als die staatlichen Leistungen braucht der Staat eigentlich auch nicht zu produzieren.
um nochmal zum Schwarzbuch zurückzukommen, ein Bezirk hat ein Kochbuch für Trockenbrotrezepte entwickelt und ein anderer Bezirk hat eine Müsli-Packung entwickelt, um dort damit Nachhaltigkeitsziele, UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und da muss ich sagen, das ist Aufgabe nicht des Bezirksamtes. Es gibt dort auch Anforderungen für Nachhaltigkeit, aber da muss man, glaube ich, mal überdenken, ob das wirklich auf Bezirksebene an der richtigen Stelle ist und jeder Bezirk das sich selbst erdenken muss, was er da macht. Das könnte an einer anderen Stelle besser aufgehoben sein. Also insofern würde ich mir auch von Politik und Politikbewerbern wünschen, dass die ehrlich sind und den Leuten sagen, Achtung, das ist Staat und das können wir euch nicht anbieten. Und das 300 Millionen, bis zu 300 Millionen teure 29-Euro-Ticket in Berlin, wahrscheinlich wird es billiger hoffentlich und vielleicht wird es ja auch sogar abgesagt, ist auch wieder sowas. Die Politik hat dann gesagt, wählt uns und ihr kriegt dieses Ticket, wenn ihr uns wählt, kriegt ihr dieses Ticket für fast umsonst obendrauf. Spart ihr Geld, könnt ihr euch ein Bier noch für die Differenz kaufen. Und nicht jeder in Berlin ist arm. Ich habe noch so ein schönes Beispiel aus Berlin, das betrifft aber den Bund, aber wird in Berlin oder wurde in Berlin entschieden. Dieses Beispiel heißt natürlich auch Steuerverschwendung. Die Umbenennung einer Behörde im Bundesfamilienministerium ist geplant, und zwar das Wort Familienkasse soll gestrichen und durch Familienservice ersetzt werden. Das klingt ja schon mal ganz gut, das kostet aber auch. Der Steuerzahler zahlt dafür nämlich 750.000 Euro. Da fragt man sich natürlich bei dieser Haushaltslage, was soll das bei diesen knappen Kassen in Deutschland? Ja, ich glaube, da spielen die Verantwortlichen dann gerne auch irgendwie Unternehmer. Also, dass man dann solche Behörden benennt, ohne dass da jetzt eine Funktionsänderung passiert. Und ob das nun Kasse oder Service heißt, wird den Menschen, die dann meinetwegen die Überweisung fürs Kindergeld in ihrem Kontoauszug sehen, wird denen völlig wurscht sein, ob da Familienkasse oder sonst irgendwas steht. Und das haben wir auch an anderen Beispielen, dass Geld von Behörden ausgegeben wird, um an dem Corporate Design zu arbeiten. Wozu braucht eine Behörde Corporate Design? Hatten wir im Schwarzbuch die Plakataktion von den Berliner Jobcentern, wurde begründet, dass man da das neue Corporate Design transportieren will an die Bürgergeldbewerber. Und da muss ich sagen, den Bürgergeldempfängern ist wahrscheinlich völlig wurscht, ob da das Logo gelb oder grün ist, wenn sie ihr Bürgergeld bekommen. Und diese ganzen Sachen gehören, finde ich, eingespart. Das können wir uns aufheben, wenn irgendwann mal das Schlaraffenland ausbricht, dann kann man auch am Corporate Design arbeiten. Ja, vielleicht passt das ja auch zum Thema, wir müssen die Politik den Menschen besser erklären. Das kommt ja meistens von den Grünen. So, und da sind wir schon beim grünen Wirtschaftsminister und das, was auch in Berlin zu spüren ist und bundesweit in ganz Deutschland zu spüren ist, die Insolvenzen und die Arbeitslosenzahlen steigen in Deutschland zunehmend an. Viele Firmen verlassen das Land. Was bedeutet das denn für die Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland oder auch des Landes Berlin? Na, das verschärft natürlich die Situation weiter, wenn die Steuereinnahmen sinken. Aber der Anspruch der Politik an das, was Politik alles leisten soll, wenn das gleich bleibt, ja, dann stellt sich die Frage natürlich nochmals mehr, wo kommt denn das Geld her? Und dann wird möglicherweise dann nochmal verschärft, dann wieder auch nach der Schuldenbremse gerufen. Und da muss ich aber auch sagen, auch in der Bevölkerung scheint sich diese Art Vollkasko-Mentalität durchaus auch auszubreiten, dass gewünscht wird, dass alle möglichen Leistungen durch den Staat erbracht werden und hier auch irgendwie eine Art von Fürsorge durch den Staat für den Bürger passiert. Und da muss man sich ganz klar sein, da gibt es Grenzen. Ja. In ärmeren Volkswirtschaften, und Deutschland gehört ja gar nicht mehr zu den allerreichsten Volkswirtschaften, da stellt sich die Frage nicht. Ja. Da werden die Leute irgendwo meinetwegen in Entwicklungsländern nicht sagen, wir wünschen uns vom Staat, dass schöne Radwege gebaut werden und wir möchten auch irgendwie noch mehr Bürgergeld haben und wir möchten tolle Parks haben und Gehwege, über die man nicht stolpert. Das gibt's nicht. Basta. Das erinnert mich so ein bisschen an den Anfang der 1980er Jahre im Westen. Also der Spiegel hatte da eine Seite 1 unter dem Motto, die soziale Hängematte. Und das
könnte man ja vielleicht auch wieder so formulieren, das, was Sie gerade eben gesagt haben. Vielleicht können Sie sich auch noch an diesen Titel vom Spiegel erinnern. Die soziale Hängematte wurde dann auch immer wieder rausgeholt. Bis heute ist es noch ein Thema. Das große Warten auf die Grundsteuerbescheide gibt es ja auch noch. Was ist denn da eigentlich los? Also ich würde sagen, dass die Grundsteuerbescheide vermutlich jetzt mittlerweile längst vorliegen, außer vielleicht bei denjenigen, die die Erklärung zu spät abgegeben haben. Im Moment laufen eine ganze Menge Einspruchsverfahren gegen die Grundsteuerbescheide. In Berlin haben wir jetzt den Vorteil, wir können sogar schon ausrechnen, was die Grundsteuer denn ab 1.1.25 betragen wird. Wir haben ja in Berlin im Vergleich zu eigentlich allen Kommunen im Bundesgebiet, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo schon beschlossen wurde, also in Berlin ist es seit Sommer die Messzahl und der Hebesatz, der kommen wird, ja bekannt. Interessant ist, dass in Berlin einige Sachen deutlich teurer werden, aber interessanterweise auch einige günstiger werden. Also nach meiner sporadischen Wahrnehmung ist es so, dass selbst teure Eigentumswohnungen im Ostteil der Stadt bei der Grundsteuer günstiger werden und im Westen so insbesondere Einfamilienhäuser ein ganzes Stück teurer werden. Es gibt noch ein Thema, was jetzt im Moment in den Medien eine große Rolle spielt. Durch Cum-Cum-Ex-Geschäfte ist ja Deutschland um geschätzte 28,5 Milliarden Euro betrogen worden, melden Medien. Ein wichtiges Thema dabei ist die Verjährungsfrist, Steuerhinterziehung. Das liegt im Moment so bei 15 Jahren. Das soll sich jetzt ändern. Der Bundesrat muss aber in Kürze diese Entscheidung noch absegnen. Wie stehen Sie also als Bund der Steuerzahler zu diesem Thema? Es gab ja Forderungen danach, die Aufbewahrungsfristen deutlich zu verlängern. Wir sind ja jetzt im Prinzip bei 10 Jahren. Es gab auch eine Diskussion, ob das nicht möglich wäre, das zu verkürzen. Ja. Jetzt mit Blick auf diese Geschäfte, auf diese Steuerhinterziehungsmodelle wurde dann gefordert, also dann gleich auch für alle die Aufbewahrungsfristen zu verlängern. Da würde ich sagen, warum ist der Staat nicht in der Lage gewesen, zumindest hier Ermittlungen dann aufzuheben, die dann sozusagen die Fristen für die Vernichtung der Unterlagen ja dann auch gehemmt hätte. Offensichtlich war der Staat nicht so sehr daran interessiert oder nicht hinterher oder vielleicht auch von der Kompetenz gegen die Heere von Steuerfachanwälten hier anzutreten. Ich kann es im Ergebnis jetzt nicht sagen, was die Ursache ist. Mhm. Jetzt für alle die Aufbewahrungsfristen länger als 10 Jahre zu machen, halte ich eigentlich für kontraproduktiv, ohne jetzt diese Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte irgendwie rechtfertigen zu wollen. Da muss dann im Prinzip dann jeder, weiß nicht, Kioskbesitzer irgendwie seine Unterlagen aufbewahren. Bei uns ist jetzt kein Problem, das ist jetzt mittlerweile alles digital, aber irgendwann ist auch gut, gibt ja auch selbst bei Betrug und Untreue ja im Strafrecht auch irgendwie eine Verjährung. Also irgendwann muss vielleicht auch der Rechtsfrieden dann nach Jahren dann auch gewahrt sein. Aber hier die Frage, warum pennt der Staat? Dann sage ich herzlichen Dank. Die halbe Stunde ist schon wieder um. Das geht immer so schnell hier bei meiner Meinung. Herzlichen Dank, Herr Kraus vom Bund der Steuerzahler in Berlin, dass Sie bei mir waren. Und Dankeschön, dass Sie auch zu Hause zugeschaut haben. Egal, ob es das Fernsehen war oder YouTube, beziehungsweise auf der Website findet man die Sendung ja auch. Ich bin Andreas Dorfmann. Bis zur nächsten Sendung. Sie wissen ja, man sieht sich.